Interkulturelle Kommunikation. China. Guten Tag, Guo. Guten Tag, Herr Guo. Ich bin Herr Meier von der Muster AG. Mein Chef, Herr Hoffmann, hatte mich gebeten, Sie zu kontaktieren. Ah, guten Tag. Ja, Herr Hoffmann hat uns letzte Monate besucht. Geht es Ihnen nicht gut? Doch, es geht ihm gut. Sagen Sie, wir hatten eigentlich schon für letzten Freitag die kompletten Lieferlisten erwartet. Das Gespräch ist ganz gut gelaufen. Oder doch nicht? Auch nach einer Woche hatte Herr Meier keine Liste bekommen. Tatsächlich ist die Zusammenarbeit aus für Herrn Meier unerklärlichen Gründen abgebrochen worden. Hier eine kurze Analyse des Telefonats. Hierarchie. In China ist das Hierarchiedenken sehr stark ausgeprägt. Wichtige Gespräche sollten auf selber Hierarchieebene stattfinden. In unserem Beispiel wäre es besser gewesen, Herr Meier hätte sich als Herrn Hoffmanns Stellvertreter und Projektleiter vorgestellt und direkt einen Grund genannt, warum Herr Hoffmann nicht persönlich anruft. Jetzt wissen Sie, warum Herr Meier verwirrt und Herr Guo verärgert ist. Aber das waren nur einige beispielhafte Fettnäpfchen, in die man unfreiwillig treten kann. Auf der nächsten Seite finden Sie weitere Hilfestellungen für spezielle Situationen und Gegebenheiten. Weiterführende Informationen finden Sie im beigefügten PDF.